Das internationale Flair dieses Flughafens gibt mir die Gelegenheit, mal klarzumachen, dass die AfD selbstverständlich keine europafeindliche Partei ist, sondern dass wir nur gegen dieses Europa, was momentan in Brüssel betrieben wird, sind mit ihren 28.000 überbesoldeten Beamten. Wir sind für ein Europa der Vaterländer und alle Kapitalen dieses Europas der Vaterländer kann man von diesem Flughafen aus wunderbar mit einem Nonstop-Flug erreichen. Wir sind zumindest vorläufig für Grenzkontrollen, was den Personenverkehr anbelangt, einfach deshalb, weil im Augenblick die Entwicklung falsch ist. Wir sind davon überzeugt, dass es besser wäre, momentan die Grenzen zu kontrollieren, zu schauen, wer in unser Land reinkommt. Wir halten es für absolut unsinnig, dass wir die teuersten Strompreise haben, dann aber trotzdem bei Wind- und Sonnenflaute uns Atomstrom aus den Nachbarländern kaufen, Atomstrom aus den schlechten, unsicheren Atomkraftwerken in Belgien und Frankreich beziehen und unsere eigenen, die den besten Standard auf der Welt haben, abzuschaffen. Wir glauben, die Wirtschaft, aber auch die Menschen haben ein Anrecht darauf, einen bezahlbaren Strom zu bekommen. Und der kann nur aus einem gesunden Energiemix hergestellt werden. Und dazu gehört vorläufig jedenfalls auch noch die Atomkraft. Wir glauben, dass die Überbewertung der akademischen Abschlüsse zurückgefahren werden muss. Damit kriegen wir dann mehr Leute in die Berufe, die dringend gebraucht werden. Und damit können wir dann auch mittelfristig jedenfalls den Fachkräftemangel deutlich zurückfahren. Was brauchen wir denn? Wir brauchen mehr Wohnraum. Wir brauchen doch nicht die Reglementierung bereits bestehenden Wohnraumes, wie das die Politik ständig versucht. Was wir brauchen, sind vereinfachte Wohnbaustandards. Wir brauchen eine deutliche Senkung der Auflagen. Wir müssen uns überlegen, dass wir schlechte Wirtschaftsstandorte, also Bürostandorte, dass wir die umwidmen, umnutzen. Wir können unglaublich viel neuen Wohnraum schaffen. Aber dazu muss die Politik einfach mal übers Stöckchen springen und sagen, wir ändern jetzt was, wir sind bereit, auch mal über unseren Schatten zu springen.